Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Yu-Gi-Oh! Millennium Duels Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games to You und wir spielen gegen den Keith Bandit. Mal schauen, was der so spielt. Ich glaube, der wird sehr aggressiv spielen. Ich habe durch so eine Serie nicht mehr im Kopf, wie der gespielt hat. Aber so wie ich ihn einschätze, vom Aussehen her, eher aggressiv und unüberlegt mit sehr starken Kreaturen. Wir werden mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Duell. Okay, er hat einen Verteidiger hingelegt. Was haben wir denn hier? 700er Stärke. Du würdest nur auf 1000 hochkommen, das bringt uns nichts. Wir müssen den hier in der Stellung setzen. Gegner, ein mochendes Monster. Okay, ich verstehe. Ne, das ist in Ordnung, dann gehen wir mal weiter. Death? Warum tut er das denn nicht in der Verteidigungsposition spielen? Was war das? Was macht das? Mit dieser Karte wird Zera der Mant als Ritualbeschwörung. The fuck? Mit 2800er Angriffsfähigkeit. Flippe aus, was geht mir ab? Wollt ihr mich veralbern oder was? Okay, setzen. Ja. Wir beschwören den mal. Aktivieren. Nein. Ich will hier das nutzen. Nee, will ich nicht. Warte. Ich will nochmal zurück. Oh nein. Okay, machen wir so. Weiter. Nein. Ich muss gerade mal gucken, was können wir denn hier bekommen an Spezialbeschwörung. 1800er Stärke nur. Wie stark ist denn der jetzt? 2100, 2800 hätte der. Gehen wir in die Kampfphase über. Nee, die will ich nicht einsetzen, danke. Ich will hier angreifen, und zwar den da. Nein, Mann, ich will die nicht einsetzen. Das nervt mich, dass sie da immer wieder nachfragen müssen. Wie gehen wir den 2-8er weg? Nein. Lecco mio. Nee. Nee. Ja, und zwar von der hier. Jetzt haben wir zumindest den Starken wegbekommen. Das ist ja schon mal was. 1300er Stärke, 1750. Immer noch scheiße. Die setzen wir mal. Die setzen wir verdeckt. Und hoffen das Beste. Vielleicht können wir uns so auch dem anderen entledigen. Okay. Nächtlicher Strahl, wähle eine gesetzte Zauberfeinkarte, die der Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Der Gegner kann die gewählte Karte nicht als Reaktion, bla bla bla. Beschwören. Müssen wir wohl in der Angriffsposition spielen. Weiter. Ich
Wieso kann ich denn den Kram hier nicht einsetzen? Was ist denn da los? Macht doch gar keinen Sinn. Details zeigen. Hallo? Warte mal. 1300, nächtlicher Schal. Warum funktioniert die Karte nicht? Aktiviert die Karte nur, wenn dein Gegner ein offenes, normales Monster ist. Es muss offen sein. 1300. Die... Okay, machen wir so. Wir setzen den nicht hin, weil wir den nicht callen können. Dann müssen wir... Beschwören wir ihn mal. Und gucken, ob es klappt. Ich glaube es nicht, aber irgendwie läuft es gerade absolut unter aller Kanone. Warum zur Hölle funktioniert diese Karte nicht? Ich aktiviere diese Karte nur, wenn dein Gegner ein offenes, normales Monster eingreift, das du kontrollierst. Und das hat er zweimal hintereinander gemacht und jedes Mal konnte ich den Scheiß nicht aktivieren. Macht doch gar keinen Sinn. Setzen. Das gibt's überhaupt nicht. Wir werden hier kaputt gemacht. Beide natürlich. Na, ich hätte den anderen dann machen sollen. Ist aber egal. Ich habe gedacht, der tut dann alles verwechseln. Oder umändern. Irgendwie ist das nicht meine Runde. Jetzt werden die auch noch geopfert mit... Ach, leck mich doch. 2600. Bin ich mal down. Hat er mit Stil dann gemacht. Mal gucken. Wurmfutter. Ne, Insekten will ich nichts mehr zu tun haben im Moment. Weiter. Jupp. Spielen wir gerade nochmal. Ich frage mich, ob das davon abhängig ist, wie die Bewertung des eigenen Spiels ist. Wie viele Karten man nach dem Spiel dann bekommt. Das heißt, wenn man relativ knapp verliert und man dann mehr bekommt. Oder wie das geregelt ist. Okay, haben wir wieder gewonnen. Ich würde fast sagen, wir spielen wieder als Zweiter. Einfach um reagieren zu können. So. Was können wir hier spielen? Was macht Sinn? 1500er Stärke ist eigentlich nicht schlecht. Das machen wir mal. Dass wir die setzen, da können wir eventuell mal gegen arbeiten, dann was er da so auch immer aufs Feld bringen wird. Angriff. Okay, die war stark genug. Jetzt hat er den wieder aufs Feld gebracht, okay. Können wir weiter. Interessante Kombo auf jeden Fall. Ja, machen wir. Der versucht wahrscheinlich da diese Dreier-Kombo zu machen aus Monster 1 und 2 Rad. Den haben wir kaputt gemacht, das ist ja schon mal was. Setzen wir ihn auch noch aufs Feld. Was haben wir denn hier? 1400 zweimal. Können wir auch einen von denen damit ausrüsten. So. Würde ich sagen... Und greifen mit ihm erstmal ihn an, machen ihn kaputt und hauen dann mit den 2000 Damage direkten Schaden rein. Schon sieht es viel besser aus als im letzten Spiel. Warum auch immer. Oha. Jetzt hätte er den Starken wiedergebracht, das glaube ich einfach nicht. Dieser Sack.
Den müssen wir unbedingt spielen. Dann setzen wir ihn verdeckt drauf. 1400. Dann gehen wir in die Kampfphase. Angreifen. Können wir nämlich auch nochmal Schaden verursachen. Weiter. Ja. Und zwar diese hier. Das müssten wir ja einen kaputt machen können. Und zwar den seinen Superstarken. Und damit sind wir dann ganz gut aus der Sache rausgekommen. Möchte ich meinen. Sehr gut. Beißschuhe. Ja, was soll ich sagen? Nehmen wir den hier noch als Verteidigung. Die setzen wir. Bringt uns alles nichts. Müssen wir weitermachen. Gucken, was er als nächstes spielt. Gar nichts. Jetzt hätten wir seine Combo irgendwie kaputt gemacht. Jetzt können wir hier wieder in die Kampfphase gehen. Hauen ihn direkt an. Ja, machen wir. Setzen den hier, damit wir so viel Schaden machen können wie möglich. 2800 noch insgesamt. Er spielt was aus, okay. Könnte jetzt gefährlich oder eben auch nicht sein. Den setzen wir mal. Den hier spielen wir verdeckt. Und dann gehen wir mal auf Angriff, weil ich gehe davon aus, wenn er ihn hätte töten können, dann hätte er getötet. Es kann höchstens sein, dass er vom Death her groß genug ist. Das können wir jetzt rausfinden, ist er aber nicht. Das ist der Motor-Zweirad. Jetzt hat er das Motor-Einrad wieder gecallt, oder was? Okay. Gehen wir weiter. Und das im Angriffsmodus, warum auch immer. Gibt's ja gar nicht. Den spielen wir. Warum kann ich denn jetzt eigentlich nicht so eine Dings machen? So eine Verschmelzungsgeschichte. Macht keinen Sinn für mich. 2000er Stärke, relativ stark. Damit müssen wir jetzt leben. Gehen wir mal kurz hier hin. Das machen wir. Flipbeschwörung. Normalerweise hätten wir mit dieser Beschwörung... Ah, das ist ein anderes Ei. Ah, ich verstehe. Okay. Macht nichts. Jetzt können wir hier aber die Spezialbeschwörung machen. Nehmen den Insektenspaß. Zwar ihn und ihn. Und dafür den 1800er. Der sollte uns zumindest ein bisschen weiterhelfen. Brauchen noch irgendwie ein bisschen mehr. Was hat er denn jetzt gemacht? 1750er, das ist eine schlechte Entscheidung gewesen, nach meiner Meinung. Ja, machen wir. Und zwar ihn hier. Moment, warum ist denn jetzt von mir alles kaputt gegangen? Kann mir das einer erklären? Ich hasse es, ey. Das sind doch in Angriffspositionen offene gewesen. Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, außer normalen Monstern in Angriff. Und das eine war kein normales Monster. Leck mich doch. Leck mich doch. Oh. Setzen. Komm mir im Moment nicht weiter. Der kann uns jetzt hier schön runterrödeln. Diese Fallenkarte, die tue ich wieder raus, ey. Und downwards. Jawohl. Zweimal verloren. Macht aber nichts. Machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.